Vor langer, langer Zeit, war es gestern oder war es heute, da hat einmal ein Dirndl gelebt. Der sind Vater und Mutter gestorben, da war es noch ganz klein. Eine alte Frau, die hat sich erbarmt über sie im Dorf und die hat sie aufgenommen. Aber die Frau war halt auch recht streng zu ihr. Sie hat fleißig arbeiten müssen, von der Früh bis auf die Nacht. Und wie es zugewachsen ist, da ist sie eine schöne junge Frau geworden. Und sie hat immer wieder aussehen müssen. Mit den Ganseln von der alten Frau und auf die Ganseln hat schauen müssen, die hat sie hirten müssen. Viel haben sie nicht gehabt, gerade halt das Nötigste. Ja, und wie es wieder draußen war, draußen am Feld mit den Ganseln, da hat sie ein Stückerl Brot genommen, das wollte sie essen. Na ja, und wie es das Brot gerade essen wollte, da nimmt sie was wahr. Eine Maus ist da dahergekommen und das Mauserl, das hat sie angeschaut. Und hat zu Wispern angefangen, ja, die Maus hat mit menschlicher Stimme geredet. Ich bitte, hat sie gesagt, du musst wissen, ich bin krank und ich kann mir keine Nahrung mehr verschaffen. Ich bitte, gib mir was von deinem Brot. Na ja, das Dirndl hat die Maus so angeschaut und hat ihr ein paar Brotbreseln hingeschmissen. Und die Maus, die hat die geschnappt und knuspert und knappert und dann ist wieder verschwunden. Und so ist jetzt Tag für Tag gegangen. Das Dirndl hat der Maus immer, wenn es gekommen ist, ein bisschen ein Brot gegeben. Und die Maus, die hat es dankbar angeschaut und dann war es wieder weg. So ist die Zeit vergangen. Und eines Tages, da ist die Maus wieder auftaucht. Und sie hat gesagt, ich danke dir. Du hast mir immer was zum Fressen gegeben, ein gutes Brot. Heute will ich für dich was tun, denn jetzt bin ich wieder gesund, jetzt kann ich mir selber wieder Nahrung verschaffen. Aber pass auf, unter meiner Zunge, da wachsen drei Haar. Eins von den Haaren, das darfst du mir ausreißen. Das nimmst und legst da auf die Zunge und schluckst. Und pass auf, dann wirst du die Sprache von den Tieren verstehen. Was die Viecher reden, das wirst du dann verstehen. Aber das Geheimnis, dass du das verstehst, das darfst keinem Menschen verraten. Aha. Da war die junge Frau neugierig. Die Maus, die hat ihr Maul aufgerissen und unter der Zunge hat sie da die drei Haare gesehen. Mei, und da hat sie hingegriffen, hat eins von den Haaren geschnappt, hat zupft und hat sie es auf die Zunge gelegt. Ah, und dann hat sie es geschluckt. War das ein eigenartiges Gefühl? Ja, mit einmal ist sie ganz anders gewesen. Sie hat die Vögel zwitschern gehört. Ja, und wirklich, sie hat verstanden, was die singen. Wunderschön war das. Und wie es so gegangen ist, da hat sie zwei wilde Tauben gesehen. Und die haben geredet miteinander. Mei, hat die eine Taube zur anderen gesagt, siehst du das da unten, die Ganselhirtin? Morgen werden die Füchse kommen und werden ihr die Ganseln rauben, dann hat sie nichts mehr zum Hirten. Und die Füchse, die sind geschickt. Die rauben mir die Ganseln, da kannst du nichts dagegen unternehmen. Aha. Die andere Dame hat gesagt, bist du da sicher? Ja, hat sie gesagt, ich hab's ja gehört, wie die Füchse untereinander geredet haben. Der eine lenkt's ab und die anderen schnappen sie die Ganseln. So ist heim die junge Frau. Und am anderen Tag, da hat die alte Frau gesagt, so, treib's wieder aus, die Ganseln. Nein, hat sie gesagt, Großmutter, nein, hat sie gesagt, ich glaube, heute ist gescheiter, wir lassen es da daheim ein wenig grasen. Nein, hat die Alte gesagt, fort mit den Ganseln, schau, dass du das austreibst. Nein, hat sie gesagt, ich sag das, ich hab's im Gespür, heute ist das nicht gut, gescheiter, wir lassen es da. Okay, hat die Alte gesagt, jetzt schau, dass du fortkommst damit. Dann hat sie gesagt, Großmutter, ich halte das für nicht gescheit. Fort, hat die gesagt, und tust das nicht, dann fort mit dir. Und sie hat's verjagt. Kann man immer unter Tagen. Ich selber werde die Ganseln hirten. Und die alte Frau, die hat die Ganseln ausgebracht, hat sie ausgebracht auf die Wart. Und kaum, dass draußen war, da hat sie es ganz übersehen. Mei, da sind Füchse dahergekommen. Da einer, dort einer. Ah, sie wollte die Füchse verjagen. Aber wie es zurückkommt, da waren die Ganseln weg. Geraubt haben sie es, die Füchse. Ach, die alte Frau, die hat sich furchtbar geärgert. Aber was hätte sie machen sollen?
Ja, und wie es zurückgeht, da sieht es am Wegrand, da sitzt die junge Frau. Und die war ganz bekümmert. Ach, hat die Alte gesagt, sei nicht bekümmert. Verzeih mir, dass ich die fortgejagt hab. Ich hab's nicht so gemeint. Und jetzt versteh ich, du hast das gespürt, dass da was nicht stimmt. Und wir haben heute die Füchse alle Ganseln geraubt. Komm mit, hat's gesagt. Und so sind sie zurück ins Haus. Und drinnen im Haus, da ist die junge Frau von der Alten bewirt worden. Da hat die gesagt, jetzt trinken wir einen drauf. Und du hast gesagt, du wirst jetzt sein wie meine Tochter. Denn eigentlich bist du das ja auch. Und so war es von da an. Na ja, die junge Frau, die ist immer wieder mal aussehen. Ja? Die alte Frau, die hat sie wieder Ganseln zugelegt und da hat sie geschaut auf die Ganseln. Und einmal, wie es wieder draußen war, da hat sie ein paar Raben gehört. Ach, Rabe, was kann der krachzen? Da hört sie. Ja, der krachzt. Die Leute im Dorf, heute haben sie nur ein gutes Leben. Ein großes Unglück wird's treffen. Heute Nacht wird's kommen, das Unglück. Hey, hat der andere gesagt, was für ein Unglück. Ha, hat der gesagt, Wölfe werden kommen. Die haben sich die Chance gemacht. Die werden in die Stallungen einschleichen und werden dort die ganzen Lampen, die ganzen Schafe reißen. Ah, hat der andere Rob gesagt, heute Nacht machen sie das. Ja, heute Nacht machen sie das. Die junge Frau, die hat das gehört. Und so ist zurück ins Dorf und hat dort die Leute gewarnt und hat gesagt, passt auf, ich hab's im Gespür, heute Nacht, da kommen die Wölfe ein in die Stallungen. Okay, haben die Leute gesagt, Wölfe sollen kommen, wir haben das schon gehört. Du willst uns wohl Angst machen. Ich hab's im Gespür, hat's gesagt. Also schaut, dass die Stallungen bewacht. Okay, haben die gesagt, du bringst uns um einen guten Schlaf, wir sollen die Stallungen bewachen wegen Wolf. Okay, kein Wolf kommt zu uns. Die alte Frau aber, die hat gesagt, hört auf sie, ich weiß, sie hat das im Gespür. Sie hat schon bewiesen, dass sie mehr weiß und mehr kann wie andere. Na ja, da haben die Leute überlegt. Und schließlich haben die Leute aus dem Dorf die Stallungen bei der Nacht wirklich bewacht. Und da grad sind sie gekommen, die Wölfe. Aber die Leute, die waren vorbereitet und die haben sie verjagt. Nur in der Früh, da haben sie zu der jungen Frau gesagt, wir danken da. Ohne die werden jetzt alle unsere Schafe Opfer von den Wölfen worden. Du hast uns vor einem großen Unglück bewahrt und das sollte nicht umsonst geschenkt sein. Und sie haben zusammengeholfen und jeder hat ihr ein Schaf gegeben, so hat sie eine kleine Schafherde gehabt. Und mit der hat sie jetzt ein gutes Leben gehabt, zusammen mit der alten Frau. Einmal aber, da ist im Schloss oben beim jungen Grafen einbrochen worden, bei der Nacht ist die Schatzkammer ausgeraubt worden. Ja, und in der Früh, da war der Kummer und die Aufregung groß. Im ganzen Dorf haben sie geredet davon. Oben im Schloss, beim Grafen, ist alles geraubt worden, die ganzen Schätze. Der steht vor dem Nichts. Wer weiß, wird die Steuern erhöhen. Die Leute haben geredet und die junge Frau hat natürlich gehört davon. Sie ist ausgegangen, ganz in Gedanken versunken. Und da sieht sie am Dorfrand, da sind ein paar Katzen. Die haben da gespielt miteinander und die eine hat sich gestreckt. Ah, hat die andere gesagt, haben wir nicht ein Leben? Ja, hat die gesagt, und wir brauchen uns keine Sorgen und keinen Kummer machen, so wie die junge Graf, der ist ausgeraubt worden heute Nacht. Ja, hat die andere gesagt. Und ich weiß auch, wo die ganzen Schätze sind. Okay, hat die andere gesagt, wirklich? Ja. Ja, wo? Ja, da im Graben, drin im Graben, in einer Höhle, drin zwischen die Berg. Da sind die Schätze versteckt, ich weiß. Ja, hat die andere Katz gesagt, wieso wüssten du das wissen? Weil ich es gesehen habe, die Räuber, wie sie es versteckt haben bei der Nacht. Das hat es gehört, die junge Frau. Und jetzt ist es auf zum Grafen. Der ist ganz bekümmert da gesessen. Und wie sie vorgesprochen hat, da hat er aufgeschaut. Na ja, die junge Frau, die hat ihm gefallen.
Aber sein Kummer war trotzdem groß. Was willst, hat er's gefragt. Herr, hat's gesagt. Ihr habt gehört, was euch geschenkt ist. Ihr seid ausgeraubt worden. Ja, hat der Graf gesagt, ausgeraubt bin ich worden. Und? Ich hat's gesagt. Ich weiß, wo die Schätze versteckt sind. Was hat der Graf gesagt? Du willst es wissen. Bist am Ende mit die Räuber im Bund? Weißt mehr? Nein, hat's gesagt. Mit die Räuber, mit die bin ich nicht im Bund. Aber ich weiß mehr, ich hab's im Gespür. Ach so? Ja, und wo sollen sein die Schätze? Da hat's gesagt. Da drin zwischen die Berge in einem Graben, da ist eine Höhle und da sind's wohl. Na gut, hat der Graf gesagt, das werden wir gleich haben. Und der junge Graf, der hat die Knechte zusammengerufen und mit ihr sind sie ausgezogen, eine zwischen die Berge, ein in den Graben und hin zu der Höhle. Und drin in der Höhle, da haben sie die Schätze wirklich gefunden. War dieser Funkeln, war dieser Leichten. Der Graf, der war glückselig. Gleich hat er es ausgeschaffen lassen, die Schätze. Und er hat sie angeschaut, die junge Frau, und er hat gesagt gleich, wie es ist. Ich danke dir. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Du, hat er gesagt, du hast mich vor einem großen Unglück bewahrt. Und dafür danke ich dir. Und weißt du was, hat er gesagt, mir scheint, du bist geschickt und du bist gescheit. Ich kann so einen brauchen. Willst du nicht bei mir im Schloss die Wirtschaft führen? Du sollst anschaffen, was zum Geschenk hat. Na, das hat ich schon gefallen. Gut, hat's gesagt. Wann? Die alte Frau, bei der ich wohne, wenn die auch mitkommen darf, dann ja. Na freilich, hat er gesagt, im Schloss ist genug Platz. Aha. Und so ist die alte Frau zusammen mit der Jungen ins Schloss gezogen. Und da haben sie ein gutes Leben gehabt. Fleißig war es die Junge. Und der Graf, der hat's immer wieder gesehen. Mei, hat er sich gesagt, die ist geschickt. Und die ist gescheit. Na ja, hat er sich gesagt. Und schön ist sie. Und so ist die lieb gewachsen in die zwei. Und eines Tages, da sind sie so beieinander gesessen und da hat er sie angeschaut und er hat gesagt, jetzt sag einmal, du bist so geschickt, so gescheit und so tüchtig und gefallen tust mir auch. Sag, hat er gesagt, willst nicht die meine werden? Na, was hätte ich sagen sollen? Voller Freuden hat sie ja gesagt. Und so hat es nicht lang gedauert. Bald drauf, da haben die zwei Hochzeit gefeiert. Ein Großfest ist gewesen. Die alte Frau, die ist bei der Ehrentafel gesessen. Und dann sage ich euch, in dem Schloss hat es für die Mais immer genug zum Fressen gegeben. So haben sie lang und gut gelebt. Glücklich sind sie auch gewesen. Wer weiß, wie viele Kinder das gehabt haben miteinander. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie wohl heute noch.